Ja, ich möchte mich also vorweg bedanken für die Einladung und gleichzeitig auch entschuldigen, dass ich also diesen Vortrag nicht live halten kann, aufgrund also der Gegebenheiten. Und so haben wir beschlossen, wir starten vielleicht ein kleines Experiment. Ich mache diesen Vortrag im Vorfeld, ich zeichne diesen Vortrag auf und er steht Ihnen dann zur Verfügung. Das Thema ist also, ist E-Learning in der Informationsgesellschaft von heute also fast selbstverständlich? Mein Name ist Martin Ebner. Ich bin also selbst der Abteilungsleiter Vernetztes Lernen an der Technischen Universität Graz und ein Senior Researcher am Institut für Informationssysteme und Computermedien eben in diesem Themenfeld. Und unsere These wird, glaube ich, sehr gut durch dieses Bild an und für sich beschrieben. Das heißt, wir haben Studenten vor Ort, die also durchaus sehr traditionell also arbeiten und gleichzeitig versuchen wir durch Technologieunterstützung Mehrwerte zu bilden. Das heißt, darüber nachzudenken, wie also Technologie uns helfen kann, Mehrwerte im Bereich des Lehren und des Lernens zu schaffen. Ich spreche dann auch sehr gerne also vom Begriff Technology Enhanced Learning, also technologieunterstütztes und technologiegestütztes Lernen. In der letzten Zeit hat es natürlich zahlreiche Begriffe gegeben. Um die Jahrtausendwende ist also der Begriff E-Learning modern geworden. Dann hat man Web 2.0 Werkzeuge dazugenommen und hat von E-Learning 2.0 gesprochen. Heute redet man gern durch den Einsatz von Smartphones oder auch Tablets von Mobile Learning. Und die zwei zukünftigen Begriffe, die scheinbar also auf uns jetzt zurollen, sind also P und U-Learning für Pervasive und Ubiquitous Learning. Das heißt, also allgegenwärtiges Lernen. Da geht es also darum, dass man quasi das Lernen und Lehren bereits also in den Alltag einzieht. Als erstes stellt man sich nicht die Frage, wozu brauchen wir eigentlich neue Medien und warum machen wir das eigentlich? Auch in der Literatur immer wieder erkennbar ist, durch den alleinigen Einsatz von neuen Medien erreichen wir nicht viel, denn der Lernerfolg ist unabhängig vom verwendeten Medium. Das heißt, nur also durch die Ausstattung von Laptops, von Klassen oder sonstiges wird sich also keine Veränderung im Lernerfolg ergeben. Wo wir aber ansetzen können, und das ist ja das Spannende, durch neue Medien, didaktische Innovationen vorantreiben, das heißt vielleicht Dinge machen, die wir vorher nicht machen konnten und vielleicht auch gänzlich anders machen. Und wir haben den Vorteil, auch im Bereich der Motivation einiges zu machen. Aber vielleicht muss man vorweg noch die Frage stellen, wie passiert eigentlich Lernen? Und bei Lernen gibt es also drei Großen, die also das Lernen entscheidend beeinflussen. Der Lerner sollte grundsätzlich aufmerksam sein. Der Lerner sollte emotional insofern gebunden sein, dass ihn das Thema, was gerade vorgetragen wird oder durchgemacht wird, auch in einer gewissen Weise berührt. Und er braucht entsprechendes Vorwissen. Und diese drei Bedingungen führen, wenn das also positiv ist, zu gutem Lernen. Und ich versuche manchmal bei einem Studenten dann ein sogenanntes Live-Experiment, in dem ich ihnen sage, ich glaube, sie hören mir jetzt alle zu, sie sind also aufmerksam. Ich hoffe auch, dass das Thema sie berührt und ich knüpfe an ihr bestehendes Vorwissen an. Und zeige dann gerne also diesen Film, den Sie auf YouTube unter http, dann also utu.be und dann / kleines n, großes b, großes j, dann ein Vogel v, 5, 6, großes w, u, großes D, N, G finden. Und ich würde jetzt bitten, rufen Sie diese URL auf. Sie sind ja quasi live am Web und schauen Sie sich diesen Film an. Also er dauert also circa eine Minute. Ich werde also jetzt den Vortrag für ungefähr 1,5 Minuten unterbrechen.
Ja, also ich hoffe, Sie haben den Film also sich anschauen können und ich hoffe, er war auch neu für Sie, dass Sie also vielleicht noch nie in Ihrem Leben eine Banane genau in dieser Richtung und so geöffnet haben. Und ich hoffe, dass Sie das nächste Mal, wenn Sie also quasi eine Banane in der Hand haben, an mich denken und es so ausprobieren werden, weil dann könnte ich also behaupten, ich habe es zu einer Verhaltensänderung geschafft und Sie haben also auch dabei auch was gelernt. Und das ist also das durchaus Interessante, wie man also an das Vorwissen des Menschen anknüpfen kann. Jetzt aber wieder zum eigentlichen Kern dazu, zur Frage, und zwar E-Learning. Ist E-Learning mehr als eine E-Mail? Ich habe also jahrelang lange Debatten geführt, wo also viele Personen gesagt haben, naja, E-Learning ist ja auch nichts mehr, als wie, dass man irgendwas Elektronisches macht und also beim Senden einer E-Mail quasi an den Studierenden oder an den Schüler mache ich schon E-Learning. Und da möchte ich natürlich etwas erweitern und auf unsere sogenannte Barbecue-Topologie verweisen, die wo wir also verschiedene Arten des E-Learnings eigentlich einmal darstellen wollten. Und zwar, man kann also davon ausgehen, am Anfang gibt es die sogenannte Wurst, das heißt also ein reiner Präsenzunterricht, traditionell geführt, kein Unterschied, also wie wir es also vor 10, 20 Jahren gemacht haben. Setzen wir heute begleitend Technologien ein, das heißt also zum Beispiel, also bringen wir einen YouTube-Film oder ein interaktives Lernobjekt, zeigen wir Bilder aus dem Web her und so weiter, dann spreche ich also vom Präsenzunterricht mit Technologie dargestellt, also durch dieses Ketchup, das sich also hier abbildet und die Mayonnaise und den Senf auf der Wurst. Das heißt, es ist eigentlich ein Präsenzunterricht, der Technologieunterstützung anbietet. Und jetzt ist es so, also vor allem sehr stark an den Universitäten natürlich und bei sehr großen Vorlesungen, wird dann quasi zusätzlich das Material und weitere Dinge online also durchgeführt. Das können also ganz normale Dinge sein wie Testüberprüfungen, sie laden quasi ihre Inhalte hoch. Die Studenten machen sich online irgendwas aus und kollaborieren in irgendeiner Form. Und dann sagen wir halt, das ist die Wurst, angereichert mit Technologie, das ist der Präsenzunterricht und zusätzlich gibt es dann quasi das Brötchen, das wird also dann dieser Hotdog, das ist der Präsenzunterricht, eingebettet im Learning Management System. Also eine der häufigsten Formen, wie wir es heute auf den Universitäten vorfinden. Das klassische Blended Learning, wo sich also diese Präsenzeinheiten, die nach wie vor also durch die Würstchen dargestellt werden, die Sie also hier sehen, hier wird also wirklich dann, das sind die Präsenzeinheiten und zwischen diesen Präsenzeinheiten passiert alles nur mal online. Das wird also das klassische Blended Learning sein. Und dann gibt es also die reine Online-Lehre, wo also quasi das Würstchen auf null reduziert ist. Sie sehen hier auch keines mehr. Das ist passiert also das gesamte rein online. Das ist also so, wie es die großen Fernuniversitäten Hagen oder die Open Universities in den Niederlanden und in Großbritannien machen. Das ist also eigentlich etwas, das wir an österreichischen Universitäten in dieser Form noch nicht durchführen. Also wirklich reine Online-Lehre ist auch nicht unser Ziel. Sind die verschiedenen Arten? Hier sehen Sie vielleicht einmal eine Übersichtsskizze, was wir zurzeit an großen Plattformen an der TU Graz anbieten. Sie sehen auf dieser Seite hier, wir haben ein großes Administrationssystem, wo also die kompletten Lehrveranstaltungen verwaltet werden. Da melden sich Studenten an, bekommen ihre Zeugnisse. Es gibt dann parallel dazu ein Learning Management System. Das könnte ein Moodle sein. Wir verwenden ein eigenes Produkt. Das könnte OLAD sein oder auch Blackboard. Das ist dieses Learning Management System. Und es gibt drittens eine sogenannte Blogosphäre, wo also Studenten dann bloggen können und das natürlich auch für die Lehre verwendet werden können. Und gleichzeitig haben wir also hier dieses World Wide Web, wo wir also dann mit verschiedensten Möglichkeiten, Sie lesen also hier Widget, APIs, wie auch immer, auf die verschiedensten Dienste in diese Systeme integrieren können. Und was also heutzutage jetzt dazukommt und immer wichtiger wird, sind die sogenannten Multiple Devices. Das heißt also heute ist es auch so, dass wir mit mobilen Endgeräten auf all diese Dienste der Universität also zugreifen müssen, was natürlich auch im E-Learning einiges an Aufwand mit. Soweit also von der technischen Seite. Sie sehen hier zum Beispiel ein Beispiel, wie im Lernmanagementsystem ein sogenannter Livestream eingebettet worden ist, der vielleicht auf einem ganz anderen Service läuft. Das könnte also auch YouTube sein oder wie auf den sogenannten Podcast auf den Smartphones einfach ablaufen. Gehört also zum Standardangebot. Und jetzt müssen wir natürlich neben der technologischen Blick, also auch einen Blick also auf quasi unsere Studierenden wagen. Und
Hier schwirrt natürlich schon lange dieser Begriff der Digital Natives. Sie kennen vielleicht die Debatte, dass also diese Digital Natives gibt es doch gar nicht und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich hat Prinsky 2001 einmal grundsätzlich gemeint, our students have changed radically. Today's students are no longer the people our educational system was designed to teach. Eine sehr provokative Aussage. Wie gesagt, also aus wissenschaftlicher Sicht muss man natürlich genauer hinschauen, aber allein schon das Bild wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen und ist heute völlig normal, dass also unsere Studenten irgendwo sitzen einfach, WLAN haben und mit ihren eigenen Rechnern in den Pausen, wo also keine Lehrveranstaltung ist, quasi im Internet verschiedenste Dinge. Und wir haben selbst also Untersuchungen gemacht an der TU Graz und unsere Hauptaussage ist, diese oftmals gepriesene Net Generation lässt aus unserer Sicht noch auf sich warten, beziehungsweise spiegelt eine technisch besser ausgerüstete wieder. Was heißt das im Detail? Wir haben also seit 5 Jahren mittlerweile, also die neueste Umfrage habe ich jetzt noch nicht die Auswertung hier, also Sie sehen also eine Umfrage über 4 Jahre mit einem Satz von fast 3000 Studierenden und wir befragen die am ersten Tag. Wenn Sie also zu uns kommen, bei den sogenannten Welcome Days, mit welcher Ausrüstung Sie zu uns kommen, was Ihre alltägliche Lern- und Lernumgebung ist und was Sie alltäglich im Web nutzen. Und da gibt es also ein, durchaus ganz interessant ist, wo man sich anschauen kann, wie schaut das Kommunikationsverhalten unserer Studierenden aus, wenn sie an die Universität kommen. Dann sehen Sie, 90% machen quasi täglich E-Mail. Also die Fragestellung, die da dahinter steckt in diesem Diagramm ist, was verwenden Sie mehr oder weniger täglich? 90% haben E-Mails, ja, über 90% SMSen und Sie sehen seit 2 Jahren ganz stark, über 80% machen auch Facebook, sind also in den sozialen Netzwerken aktiv. Für den Vergleich dazu, Sie sehen, wie hoch Facebook ist und wie im Vergleich dazu, wie gering Twitter ist. Ja. Das ist auch ein starkes Phänomen, also da haben wir eine sehr starke Kluft. Google Plus steht etwas besser da, wie Sie sehen. Es ist auch für 40% quasi normal zu skypen oder eben, wie gesagt, andere Instant Messaging Dienste zu verwenden. Das sind also so die wesentlichsten Aussagen. Aber wir haben das einmal zusammengefasst in einer Vision und unsere Hauptaussagen waren 94% aller Studierenden, die also quasi neu an die Universität kommen, verwenden Facebook aktiv oder passiv. Nur 6% nicht, also ein verschwindend kleiner Anteil. Wir haben hier den stärksten Anstieg über den letzten Jahre erreicht, indem also mehr als 200% im Vergleich zum Jahr 2009. Gleichzeitig hat das bewirkt, dass es zu einem dramatischen Verlust bei MySpace, StudiVZ und Flickr gekommen ist. Das ist schon interessant, das heißt heutzutage wandern die Bilder nicht mehr in den Fotosharing-Dienst Flickr, sondern in Facebook hinein. Und es gibt also eine sogenannte Nerd-Group, sage ich manchmal dazu. Das heißt, wenn jemand QR-Codes kennt, Twitter verwendet, Xing verwendet, Dropbox und Etherpad, dann verwendet er Facebook zu 100% täglich. Das ist also auch so, das gibt es also eine Gruppe, die sehr technikaffin ist. Und wir haben also damals geschlossen, wir müssen einfach, ob wir wollen oder nicht, einmal grundsätzlich sehen, Facebook ist etwas, das also wirklich Teil des täglichen Lebens unserer Studenten geworden ist. Also um also auch in dem Fall also auch zu betonen, wie wichtig also dieses Netzwerk im Leben unserer. Ja, wenn man jetzt also wieder das runterbricht auf das E-Learning, das heißt also, ich habe immer zwei Sichtweisen zu vertreten. Auf der einen Seite habe ich also die Lernenden, das waren die Studenten, die also immer technikaffiner werden und auf der anderen Seite habe ich die Lehrenden, die natürlich auch ihre Lehre möglichst gut umsetzen wollen und deren grundsätzliche Haltung ist, es soll schnell sein, E-Learning, es soll uns helfen, irgendwelche Prozesse zu vereinfachen und sie auch vielleicht einheitlicher zu gestalten. Und gleichzeitig vor der Herausforderung, wir sollen also möglichst kreativ sein, Individualität stärken und Kollaboration ermöglichen. Und da stellt sich natürlich einmal grundsätzlich die Frage, ob dies überhaupt möglich ist oder ob das nicht ein Widerspruch ist. Und wenn ich also heute über die Zukunft von Lernen mit neuen Medien nachdenken würde, also dann meine ich einmal, haben wir ein Problem, auf das wir zurollen. Also wir lernen heute schon und in Zukunft noch viel mehr in Times of Abundance. Das heißt also, wir haben immer mehr Informationen zur Verfügung. Die Informationen nehmen rasend zu und das birgt natürlich komplett neue Sichtweisen auf das Lernen mit sich. Das heißt, haben wir früher nur ein Buch gehabt, habe ich heute also so viele Quellen im Internet, dass ich fast gar nicht mehr weiß,
was für mich also das Wichtigste ist. Und in Zeiten, also wo die Information dramatisch zunimmt, sage ich, geht es also nicht nur darum, also das richtige Skriptum herauszuziehen, ja, und zu sagen, das ist für dich die richtige Lernunterlage. Das war die Stoßrichtung, sage ich einmal, der letzten 15 Jahre, die man darüber nachgedacht hat, was passt am besten als Lernunterlage für den Studierenden. Ich sage, es ist nicht nur die Individualisierung quasi der Lerninhalte, sondern es ist auch die Individualisierung des gesamten Lernprozesses. Es geht also darüber nachzudenken, wie kann ich für den Lernenden den Lernprozess also besser individualisieren und aufbereiten. Wenn man über das nachdenkt, dann kommen drei Schlagwörter auf. Wir müssen darüber nachdenken, was heißt das für die Community, wie können wir kollaborieren und wie können wir Lernen individueller gestalten. Und ich habe versucht, jetzt diese Entwicklung quasi in drei große Bereiche zu teilen. Einerseits möchte ich sagen, was tut sich technologisch auch in Zukunft. Andererseits, also was macht der Mensch gerade und was wird er in Zukunft immer mehr machen und welche Auswirkungen hat denn das dann auf das Lernen und was heißt das also für die Zukunft des Lernens? Erstens ist die Technologie. Wenn wir Technologie anschauen, dann gibt es verschiedenste Sachen. Also wie Sie sehen, also hier ist die Versuchsklasse, der BH Steiermark, OLBC. Das heißt also, hier gibt man wirklich Kindern mit 6 Jahren, wenn es also in die Volksschule geht, so einen PC in die Hand. Jetzt ist natürlich eine spannende Frage, was passiert hier eigentlich? Also die Kinder können weder lesen noch schreiben, aber sie können bereits einen Computer bedienen. Welche Auswirkungen hat das und so weiter und so fort? Das ist also über das, was wir nachdenken. Dann natürlich ist ein großer Schritt, der vielleicht auf uns zukommt, Surface Computing. Das heißt, Sie kennen vielleicht diesen Microsoft Table, wo Sie mit Finger berühren, vielleicht also hier arbeiten können. Warum ist es nicht vorstellbar, dass man das vielleicht aufhängt und dass die Tafel ist in Zukunft und wir heute interaktiv auf Tafeln einfach arbeiten und also die Daten einfach austauschen? Eine spannende Entwicklung sind sogenannte Wearable Future Devices. Ich weiß nicht, ob Sie den Film, also Sie sehen hier immer den YouTube-Film dazu, der Sixth Sense gesehen haben, wo man so quasi mit einer Kamera und Fingerberührungen irgendwo beliebig hin projiziert und also interagiert mit dem Gerät. Ist auch spannend. Eben zum Schluss noch, also auch Google Plus mit dieser Google-Projekt Glass, die also zum ersten Mal, also darüber, also nicht zum ersten Mal, aber jetzt auch wieder einen Prototypen darstellen, wo eine Kamera drinnen ist, die in gewisser Weise mit mir also interagiert. Das kann natürlich, wie gesagt, also technologisch gesehen, können das die nächsten Schritte sein und die natürlich auch das Lernen beeinflussen. Wenn wir uns jetzt also den Menschen anschauen, was tut sich also hier? Sie sehen, Facebook, habe ich zuerst betont, ist bei den Studenten natürlich sehr vertreten, aber nicht nur bei den Studenten, das ist weltweit. Wir haben also, glaube ich, die letzte Meldung, die 900 Millionen User bereits erreicht. Sie sehen also, was sich hier abspielt, 30.000 Server sind in Bewegung, erstaunliche über 2 Millionen Fotos werden in 20 Minuten hochgeladen und wir haben über 250 Millionen mobile User. Das heißt also, hier gibt es die Möglichkeit einer Vernetzung und eines Austausches weltweit, den wir in dieser Form noch nie hatten. Und das ist schon, hat schon auch auf das Verhalten. Wir haben also das Themenfeld Microblogging, was natürlich auch für die Lehre ganz spannend wird. Hier sieht man also das Foto von einem unserer ersten Versuche. Das ist also die Keynote, das war 2008 auf der EdMedia-Konferenz und hier mit einem zweiten Beamer haben wir eine Twitter-Wall laufen gehabt, wo man also wirklich daneben sieht, also was das Auditorium denkt, was also quasi Zuhörer, die also live am Netz sind, mitdenken und also gleich die. Das kann man natürlich dann in die Lehre bringen. Hier haben wir also eine Twitter-Wall entwickelt. Unter dieser URL kann man also die nutzen, die ja speziell also für die Lehre ausgelegt ist. Hier können Sie sagen, ich nehme also einen gewissen Hashtag und genau dieser Hashtag wird für die Lehre gefiltert. Ist zum Beispiel ein zweiter wie Question drinnen, dann können wir das rausfiltern und wir können also quasi wirklich Fragen und Kommentare während Vorlesungen auf dieser Twitter-Wall abbilden. Wie gesagt, wenn Sie interessiert sind, dann müssen Sie bitte diese URL aufrufen und aktivieren. Dann natürlich, was ist noch passiert? Wir haben also heute Formen von Echtzeitkollaboration. Es gibt also das berühmte Etherpad, wo Sie also heute mit jemandem anderen in Echtzeit schreiben können. Es gibt also da natürlich auch das Google Docs, ja, also das kann mittlerweile auch das, wo Sie also gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können. Sie können heute in Echtzeit von Ihren Mobiltelefonen streamen und also quasi Momente festhalten. Und Google Wave habe ich schon durchgestrichen, weil das Produkt schon wieder vom Markt war. Aber das hat auch seinerzeit also diese Echtzeit vorangetrieben. Ja, und jetzt natürlich,
wo sind die Trends im Lernbereich, also was heißt ich, Technologie und diesen Menschen. Und ich sehe drei große Aspekte. Ich sehe, Learning Future ist einerseits einmal mobile, also das wird das Ganze mobiler. Sie sehen, hier gibt es eine nette Studie, wo man sagt, mit Ende 2011, das ist vorbei, hat die Hälfte der US-Population ein sogenanntes Smartphone. Schaut, wir werden also die 1 Milliarde Mobile Web Users erwartet man, dass man also 2013 erreicht. Sie haben also 2014 erwartet man über 76 Milliarden Apps, die also dann existieren. Punkte und der größten Prunkstücke wird also der Sektor E-Health sein mit 500 Millionen Mobile Users, die also auf E-Health-Applikationen zugreifen. Man geht davon aus, dass 2020 also die primäre Internetverbindung einfach mobil sein wird. Also so weit also Zukunft, also der Mobilität. Was kann man damit machen? Sie zum Beispiel, hier ist das Beispiel eines Geo-Wikis, wo also Studierende quasi Exkursionen machen, Fotos machen, die sind geo-getaggt, die werden also in ein Wiki zurückgespielt und damit können sie zum Beispiel viel schöner mobil quasi also dann diesen Bericht schreiben und zusammenwerfen und Exkursionsberichte abgeben. Das ist so ein Learning. Oder auch, wir haben zahlreiche Apps entwickelt, die finden Sie alle unter App. .tugraz.at. Da können Sie sich gratis diese Apps downloaden, wie zum Beispiel hier zum Erlernen von der Elektrotechnik, aber auch zum Beispiel dem Mathe Zoo, der Sie vielleicht interessant ist für Volksschule erste Klasse, wo Sie also sehr schön einfach die Grundrechnungsarten können. Und wir haben auch Dinge gebaut, wie zum Beispiel Scientist, wo wir geben Sie hier zum Beispiel einen Namen ein und das Themenfeld, in dem sich also ein Wissenschaftler befindet und Sie bekommen von ihm die Webseite, den Scholar-Link, ein Bild, Sie bekommen den Facebook-Account und den Twitter-Account und das können Sie alles im Adressbuch abspeichern. Das ist also auch etwas, wo man zeigt, also was also diese Datenvielfalt im Internet bisher ausgemacht hat. Dann ein großer Punkt, also auch der im Zuge vom Mobile Learning wieder aufkommt, ist meines Erachtens Game-Based Learning. Das ist quasi ein Wiederauferstehen dieses Themas, weil es jetzt also auch viel einfacher ist, diese Spiele zu verbreiten. Und was kann man hier zum Beispiel als Beispiel nennen? Hier, also wie können Sie denn, ist es ein 1x1-Trainer, wo Sie also einfach das 1x1, also quasi spielerisch mit Punkten und so weiter können. Dann natürlich zum Beispiel auch Geo Austria. Hier ist es so, dass Sie zum Beispiel gefragt haben, wo ist Klagenfurt? Sie müssen also hier den Marker setzen und bekommen dann also, wie weit Sie kilometermäßig davon entfernt sind. Da könnte man also spielerisch quasi die österreichischen ungefähr lernen. Aber auch zum Beispiel Mass Memory. Mass Memory funktioniert so, dass Sie zum Beispiel also 3 plus 1 haben als Rechnung und Sie müssen die korrespondierende Karte 4 finden. Das kann man dann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen machen. So versucht man also quasi das Addition an für sich weiter. Eines unserer spannendsten Spiele ist der sogenannte Schnittkraftmeister. Der Schnittkraftmeister ist also für HTL-Abgänger und Abgängerinnen und auch für Studierende der Maschinenbau- und Bauingenieurwesen gedacht, wo man also hier ein statisch bestimmtes System bekommt und Sie müssen unten die richtige Lösung rausfinden. Und das ist also auch also ein Spiel, das man praktisch im Studium kann. Dann natürlich ein starkes Thema im Zuge des Mobile Learning sind E-Books. E-Books für mich sind aber nicht nur elektronische Bücher, sondern sind vor allem interaktive Bücher. Das heißt also, wo wir wirklich tatsächlich Mehrwerte haben. Hier sehen Sie also ein automatisch generiertes E-Book, das also zum Beispiel schon einen sogenannten Videofilm eingebettet hat, wo der Studierende also gleichzeitig an der Stelle, wo er das lädt, auch sich ein Video anschauen können. Es gibt auch Experimente bei uns mit dem berühmten iBook Author von Apple, wo man sich einmal angeschaut hat, wie funktioniert das, ist das also wirklich einfach umsetzbar, das kann man also mit Ja beantworten. Die Nachteile, die Sie also mit Apple haben, glaube ich, ist auch klar, also Sie können also viele Dinge nicht machen und müssen also gewisse Rechte an Apple abtreten, aber grundsätzlich geht es einmal darum, es ist einmal ein erster Schritt geschaffen worden für eine sehr einfache Applikation durchführen kann. Dann natürlich auch im Zuge der Mobilität, hier sehen Sie den Zugriff auf Lernmanagementsysteme mobil, also Studenten können heute ganz einfach also mit Mobiltelefonen auf die Inhalte der einzelnen Lehrveranstaltungen zugreifen, das ist wirklich also quasi on the fly. Der zweite Punkt für mich für die Lernzukunft ist open, das heißt the learning future is open. Erst gestern ist die Meldung gekommen, Harvard und das MIT
nehmen wieder 60 Millionen Dollar in die Hand, um Online-Classes for free zu machen. Also wirklich, also gut aufbereitete Lern- und Lehrinhalte frei als Open Educational Resource zur Verfügung zu stellen. Natürlich einerseits die Riesenplattform iTunes U, ja, dass es dazu gedacht ist, quasi aus Universitäten primär Lehr- und Lerninhalte frei zur Verfügung stellen können und man sich das also weltweit ansehen kann. Das haben wir auch in unserem Projekt L3T im Wesentlichen versucht, wo wir, jetzt gesagt, das große Lehrbuch mit 49 Kapiteln, an dem also 115 Autoren und 80 Gutachter und so weiter teilgenommen haben und das ist unter l3t.eu frei zugänglich erhalten. Also die Idee ist eigentlich zu sagen, also wir versuchen hier Lehr- und Lerninhalte frei zur Verfügung stellen, sodass es also jeder auch nutzen kann. Und gleichzeitig muss man sich natürlich im Hintergrund jetzt Businessmodelle überlegen, Geschäftsmodelle, wie trotzdem solche Aktionen und Aktivitäten sich am Leben erhalten können. Und da arbeiten wir natürlich auch sehr. Ja, und dann also ein großes Prunkstück ist auch noch The Learning Future is Personal, das heißt also Interindividualität. Hier ist das Schlagwort des Tages wahrscheinlich Personal Learning Environment. Und ich kann zeigen, wie das also ausschaut. Das ist also die Lern- und Lehrumgebung ple.theograz.at oder Sie erreichen es auch unter my.theograz.at. Dort haben wir eine Lehr- und Lernumgebung, eine Personal Learning Environment geschaffen, wo Studenten sogenannte Widgets entwickeln und sie ihren Desktop-Browser quasi beliebig selbst gestalten können und auf verschiedenste Dienste zugreifen können. Das heißt also nicht mehr ich als Lehrender gebe ihnen vor, was sie sehen, sondern die Studenten selbst sagen, ich möchte diese Lehrveranstaltungsinhalte, ich möchte Facebook sehen, ich brauche meine E-Mails und ich möchte diesen YouTube-Film auf meiner Oberfläche haben. Und also so gibt es hier die ersten Experimente zu einer sogenannten Personal Learning. Ein wichtiger Punkt, also auch in der Zukunft, ist natürlich die sogenannte Interactive Math Education. Das ist besonders für Universitäten von hoher Relevanz. Das heißt, da geht es im Wesentlichen darum, wie erhalten wir Feedback und wie können wir besser mit großen Lernergruppen interagieren. Also ich habe in meiner beruflichen Praxis jetzt manchmal mit bis zu 200 Studenten zu tun. Und man kann sich leicht vorstellen, dass also hier die Wortmeldung und die Interaktion sehr stark auf Null zurückgeht. Und da gibt es also Elemente, die wir machen, wie sogenanntes Real Feedback. Das heißt also, damit können Sie also sehr schnell quasi eine Frage an die Audience stellen, 4 Antworten definieren und abstimmen lassen. Das funktioniert also hier. Und dadurch bekommt man Rückmeldung, ist das, was man jetzt gerade gesagt hat und unterrichtet hat, ist das angekommen oder muss man noch einmal nachhaken, ist es also offensichtlich nicht verstanden worden. Das sind also die ersten Experimente, die wir also mit Feedback-Systemen machen und die alle nur mal webbasierend sind. Also das ist ähnlich wie in der berühmten Millionenshow, nur dass Sie also da keine Klicker haben, sondern ihre persönlichen Devices wie Handys, Laptops und so. Ja, und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Punkt, also der auch wichtig ist für die Lernzukunft, und zwar das Problem Personal Data. Also etwas, das wir heute noch nicht abschätzen können und das also unter dem Begriff EDM fällt für Educational Data Mining oder jetzt also auch gern als Learning Analytics, ich schreibe EA her, bezeichnet wird. Und zwar, um was geht es hier? Darum, und das ist also ein Beispiel für dieses Learning Analytics, ist unser 1x1 Trainer. Was macht er? Also das Interessante daran ist, dass wir versuchen, intelligent mit dem einzelnen Lernern individualisiert die Beispiele vorzulegen. Das heißt also, wenn jemand etwas kann, dann gibt man ihm dann ein schwierigeres Beispiel und zieht aus einem Pool heraus und wenn er etwas nicht kann, dann bekommt er ein anderes Beispiel. Und man versucht sich also wirklich an das eigentliche Wissen des Lernenden anzupassen und Daten zu sammeln, um daraus zum Beispiel neue Aussagen zu generieren, sagen zu können, diese Klasse hat zum Beispiel ein Problem beim Thema 7x8. Und das haben wir bis heute nicht gekonnt, weil wir also nicht so spezifisch auf den Lernenden eingehen konnten. Wir haben zwar vielleicht gewusst, er hat eine Mathematikschwäche und das 1x1 ist nicht das Beste, aber wir haben nicht gewusst, dass sein Problem eigentlich immer nur 7x8 und 5x6 ist. Und das fällt unter diesen Begriff Learning Analytics und Educational Data Mining hinein, dass man sagt, man versucht zentral jetzt viele Daten über den Lernenden zu sammeln, um daraus explizit Rückschlüsse zu ziehen und dann individualisiert auch das Lernangebot also zu steuern.
Damit komme ich auch schon zum Schluss. Ich hoffe, also ich habe die Zeit nicht zu lange überzogen. Ich glaube, Sie geben mir recht, wenn ich sage, die Zukunft ist digital. Ich glaube, also darüber führt also kein Weg mehr zurück und auch kein Weg vorbei. Aber, und das ist schon spannend, meine oder 5 Hauptaussagen sind, die man durchaus einmal überdenken muss. Wir haben, das Zukunft ist digital, wir haben das Faktenwissen in der Hosentasche. Das heißt, wir haben vielleicht also Zugang jederzeit zu einer großen Maschinerie an Informationen. Wir sind heute im ständigen Austausch mit der Community. Und das Wichtige daran, mit realen als auch virtuellen, also wir dürfen diese virtuelle Community nicht unterschätzen über die sozialen Netzwerke, da passiert ein ständiger Austausch. Wir sind auf einen ständigen Zugriff auf eine individuelle Arbeits- und Lernumgebung, die wir uns in irgendeiner Form angeeignet und hergestellt haben. Wir haben eine sehr hohe Zugriff auf eine große Anzahl unterschiedlichster Bildungsressourcen, die vielleicht auch frei sind und so weiter. Und man kann sich also von verschiedensten Quellen verschiedenste Dinge holen. Und auch die Zukunft wird individualisierbar werden. Das heißt, das war dieser letzte Gedanke, dass man wirklich Daten so anpassen kann, dass man darauf Rückschlüsse kriegt für den Lernenden. Zum Schluss erinnern eigentlich an meine Banane. Denn Sie wissen, also das Wichtigste beim Lernen ist auch Wiederholung. Damit hoffe ich, also, dass ich diesen Film bei Ihnen verankert habe und Sie das nächste Mal an mich denken, wenn Sie eine Banane in der Hand haben. Also ich sage immer so, wenn schon sonst nichts aus dem Vortrag übergeblieben ist, dann hoffe ich doch, also, dass die Banane vielleicht anders aufgemacht wird in Zukunft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe ein paar neue Aspekte bringen können. Und wie gesagt, ich stehe gern also für Fragen zur Verfügung. Sie kennen vielleicht meinen Weblog und wenn Sie Twitter nutzen, folgen Sie mir bitte einfach. Sie können also dort mich jederzeit kontaktieren. Und ich bedanke mich noch einmal für die Aufmerksamkeit. Danke sehr.